Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitligapartie zwischen dem VfL Osnabrück und Holstein Kiel. Endstand 1:3. Wir beginnen mit dem Kieler Part und begrüßen auf dem Podium Ole Werner. Und bevor wir gleich zu den Fragen kommen, Ole, erstmal dein Fazit zum Spiel, bitte. Ja, Maren, vielen Dank. Hallo von mir. Wir sind logischerweise etwas müde und deutlich, deutlich glücklicher über den Spielverlauf, über das Ergebnis. Ich glaube, wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Umstände, mit denen wir jetzt zu kämpfen hatten in den letzten Wochen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war, um auch Zutrauen in die eigenen Abläufe wiederzufinden, um vielleicht auch diese, Müdigkeit, die vielleicht bei dem einen oder anderen noch in den Knochen war, gar nicht erst zu spüren. Und es war auch deshalb wichtig, dass wir dann so in der Form auch Kapital daraus schlagen, weil uns klar war, dass es vielleicht in der zweiten Halbzeit oder zum Ende des Spiels auch ein bisschen weniger werden könnte. So war es dann auch in der zweiten Halbzeit. Haben wir es nicht mehr so sehr geschafft, wirklich Zug nach vorne zu entwickeln. Auf der einen Seite sicherlich deshalb, weil der Gegner das Risiko erhöht hat. Sicherlich auch, weil man selber nicht mehr das allerletzte Risiko dann geht bei so einem Spielstand. Aber sicherlich auch, weil bei dem einen oder anderen dann das Zahnfleisch hier und da mal zu sehen war. Trotz alledem muss ich einfach den Hut von meiner Mannschaft ziehen. Wir wissen, was wir jetzt die letzten Wochen durchgemacht haben. Wir wissen auch, wie schwer das für den Kopf und für den Körper war. Und insofern ist es, glaube ich, heute Gold wert und einfach ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns, auch für den Kopf. Vielen Dank. Vielen Dank, Ole. Dann kommen wir zu den Fragen von Niklas Schomburg von den Kieler Nachrichten. Die erste ist, wie sehr hat das frühe Führungstor dabei geholfen, wieder in Tritt zu kommen? Ja, also in Führung zu gehen hilft ja grundsätzlich immer, aber gerade nach der Pause, so wie es vorhin oder wie ich es gerade eben gesagt habe, ist das natürlich wirklich sehr, sehr wichtig gewesen, um eben direkt auch wieder Vertrauen zu finden und insgesamt, so wie ich es gesagt habe, auch dann anders als beim letzten Restart, den wir hatten, dann eben vielleicht auch mal mit der ersten Aktion, die du offensiv hast, auch zu treffen. Und ich glaube, das war heute wichtig, zum sehr frühen Zeitpunkt eben so ein Erlebnis zu haben. Dann, inwieweit haben die VfL-Umstellungen zur schwächeren Phase Anfang der zweiten Halbzeit beigetragen? Ja, es ist schon so, dass in der zweiten Halbzeit wir in der Defensive mehr gefordert waren und Osnabrück deutlich mehr vom Spiel hatte, auch gute Torchancen hatte. Insofern mag das ein Teil gewesen sein. Ich habe es ja gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu beschreiben, dass der Spielstand natürlich eine gewisse Dynamik in so einem Spiel auch vorgibt und sich dann so entwickelt. Also mag sicherlich ein Teil sein, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, über den Gegner zu sprechen. Wie gesagt, ich glaube, der Spielstand gibt was her. Der Gegner erhöht Risiko. Man selber geht nicht mehr das letzte Risiko. Und dazu kommt sicherlich auch, dass im Spielverlauf auf der einen oder anderen Position auch ein Kräfteverschleiß zu bemerken war. Dann die dritte Frage. Hast du die Auswechslungen von Bartels und Rehse schon mit Blick auf Dienstag und die Belastungssteuerung vorgenommen? Leistungsbedingt können sie ja nicht gewesen sein. Ja, beide haben ein gutes Spiel gemacht. Das ist liegt auf der Hand oder es ist richtig eingeschätzt. Das habe ich genauso gesehen, haben, glaube ich, auch alle so gesehen. Aber aktuell sind wir in so einer Situation, in der wir, glaube ich, solche Dinge jetzt nicht mit den sonst üblichen Maßstäben messen können, sondern es geht darum, jetzt nicht nur dieses eine Spiel über die Bühne zu bekommen, sondern diesen Spielrhythmus, der vor uns liegt, insgesamt über die Bühne zu bekommen. Mit all den Themen, die dazukommen. Ja, also eben den Spielern, die uns fehlen aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Covid-19, mit Spielern, die auch hier und da mal gesperrt sein werden in den nächsten Wochen. Und da ist es einfach wichtig, dass alle Spieler im Saft sind und alle Spieler sich mit einbringen können. Und wir haben grundsätzlich, das betonen wir ja schon ein ganzes Jahr, zu allen Spielern das Vertrauen, auch für uns auf dem Platz stehen zu können, ob von Beginn an oder ob von der Bank. Und das ist gut, dass das so ist. Und gerade auf den Außenbahnen ist es sicherlich so, dass das Positionen sind, die läuferisch einfach sehr intensiv sind und wo wir in den nächsten Wochen immer wieder versuchen werden, im Laufe eines Spiels oder auch im Hinblick auf die nächste Aufgabe immer wieder auch für Frische zu sorgen. Und die letzte Frage, inwieweit kann dieser Erfolg einen Floh für Aufstiegskampf und Pokalhalbfinale erzeugen? Ja, zumindest hilft es uns, weil wir eben, wie gesagt, in den letzten Wochen viele Rückschläge zu bewältigen hatten. Gar nicht mal nur im sportlichen Bereich, sondern vor allem halt auch mental und jeder für sich persönlich. Und ich glaube, da ist es einfach einfach schön, jetzt so einen Moment zu haben, in dem man vielleicht auch mal weiß, warum man das macht und dann die Jungs unten in der Kabine sitzen zu sehen und einfach einen Tick müde, ja, aber sehr, sehr glücklich zu sehen und mitzukriegen, wie die Jungs sich gegenseitig unterstützt haben in den letzten Tagen und dass das aufgegangen ist für die Jungs, freut mich unheimlich, weil ich weiß, wie schwer das jetzt in den letzten Wochen für uns war. Vielen Dank, Ole. Das war's von unserer Seite und wir übergeben an die Kollegen aus Osnabrück. Genau, was ich eben vergessen habe. Alles Gute dem VfL für die restlichen Spiele und alles Gute. Danke. Ja, wie angekündigt, der zweite Teil der Pressekonferenz jetzt mit Osnabrücker Beteiligung mit Cheftrainer Markus Feldhoff. Markus, dein Fazit zum Spiel bitte.
Ja, während die Kieler ihre Probleme hatten mit der langen Pause, muss man sagen, dass es für uns das fünfte Spiel in 14 Tagen war. Wir sind nicht so gut rausgekommen wie Kiel leider, die das Spiel gleich in die Hand genommen haben und mit dem frühen Tor natürlich den Rückenwind bekommen. Uns hätte es wahrscheinlich gut getan, erstmal ins Spiel reinzukommen. Wir waren am Anfang nicht so in den Zweikämpfen, liegen dadurch früh zurück, schenken eigentlich so ein 2-0 her. Ich hatte das Gefühl, dass wir da ein bisschen besser ins Spiel reinkommen, dann auch nicht mehr viel zu verlieren hatten. Aber mit dem Gegentor kurz vor der Halbzeit zum 3-0 hatte man das Gefühl, das Spiel eigentlich entschieden ist. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, bin ich sehr glücklich, sehr zufrieden mit, dass wir einfach für uns vorgenommen haben, in der zweiten Halbzeit diese Reaktion zu zeigen, vielleicht diese zweite Halbzeit noch zu gewinnen, um aus dem Spiel für uns noch was Positives mitnehmen zu können. Drei Fragen an dich, alle von Benjamin Kraus, Neu-Osnabrücker Zeitung. Was haben Sie für eine Erklärung für die Passivität Ihrer Mannschaft in den ersten 30 Minuten? Ja, eine Erklärung jetzt sofort. Ich denke mal schon, dass die Müdigkeit bei uns eine große Rolle gespielt hat. Wir hatten jetzt vor 65 Stunden wieder gespielt und das war das fünfte Spiel jetzt, wie gesagt, in den 14 Tagen. Da geht es immer wieder darum, diese Müdigkeit zu überwinden, in die Zweikämpfe reinzukommen. Das haben wir nicht geschafft, auch dadurch bedingt, dass die Kieler den Ball haben gut laufen lassen und eigentlich sofort da war, das Spiel auf den Platz gebracht haben, was sie auszeichnet, gerade in der ersten halben Stunde. Unsere Hoffnung war so ein bisschen ins Spiel reinzukommen, vielleicht mit dem 0-0 dann irgendwann ausnutzen zu können, dass der Rhythmus bei Kiel nicht da ist, ist hinten raus offensichtlich gewesen, dass auch so war. Allerdings war es für uns zu spät. Anschlussfrage dazu. Welche Rolle hat heute das Thema Fitness gespielt mit Blick auf die vielen Spiele in den letzten Tagen? Ja, ich finde, dass 5 Spiele in 14 Tagen die maximale Herausforderung für jeden Spieler ist. Und jetzt war es in dieser Woche ja sogar so, dass wir einmal nur, ich glaube, 75 Stunden und jetzt 65 Stunden Pause hatten. Es ist eine riesen Herausforderung, ist es aber für alle Mannschaften gleich. Wir waren der Herausforderung vielleicht dann heute am Anfang nicht so gewachsen. Wenn man dann aber sieht, wie wir uns ins Spiel hereinbeißen und hinten raus dann noch zulegen, muss ich sagen, es ist schon der Wille erkennbar und auch eine gewisse Basis vorhanden. Und die letzte Frage, war es eine taktische Marschroute, abwartend in das Spiel zu starten? Ja, es war im Endeffekt die gleiche Ausrichtung, wie wir sie am Mittwoch gewählt hatten. Dadurch, dass wir eine gewisse Müdigkeit haben, wollten wir erstmal gucken, dass wir wieder stabil stehen, möglichst nicht zulassen und dann Schritt für Schritt uns ins Spiel reinbeißen. Das frühe Gegentor ist natürlich genau das, was nicht passieren darf. Und das Zweite, was wir dann indirekt selber nachlegen, ist für uns natürlich schon ein großer Rückschlag, weil der Weg dann halt unfassbar weit ist. Vielen Dank, Markus. Und auch wir wünschen andersrum natürlich Kiel alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison, inklusive Pokal, und allen zusammen ein schönes Wochenende. Danke. Danke.